Meine Damen und Herren, wir beginnen unseren Festbesuch bei den Buddenbrooks zwar nach Gebühr hanseatisch adventlich, doch Umstände halber auch eher unhanseatisch unweihnachtlich, recht kriminell, wofür ausgerechnet ein angeheiratetes Mitglied dieser Familie gesorgt hat. Der Brandkassendirektor Hugo Weinschenk, der Schwiegersohn der geschiedenen Frau Permaneder, geschiedener Grünlich, geborener Toni Buddenbrook. Und bevor wir uns auf das eigentliche Festmahl am 24. Dezember des Jahres 1869 begeben können, müssen wir uns zunächst erst einem vorweihnachtlichen Familientreffen im Hause Buddenbrook widmen, genauer gesagt jener Donnerstagsrunde, bei der sich traditionsgemäß alle zwei Wochen sämtliche Buddenbrooks zum gemeinsamen Mittagstisch einfinden, jedenfalls soweit sie am Ort ansässig sind. Der Ort ist natürlich die freie und Hansestadt Lübeck, zumindest legen das allerlei Indizien und Texthinweise nahe, obwohl Thomas Mann seine Vaterstadt hier in seinem ersten Roman geradezu ostentativ nicht beim Namen nennt. Außerdem beginnen wir mit unserer weihnachtlichen Lesung relativ weit hinten im Buch. Denn der junge Autor hat in dieser über vier, nimmt man Tonis kleine Enkelin hinzu, sogar fünf Generationen hinweg verfolgten Geschichte der Kaufmannsfamilie Buddenbrook zwar reichlich häusliche Festivitäten dargeboten, vom großen Diner im Eröffnungspart, über Verlobungs- und Hochzeitsfeiern, Kindstaufe bis zum aufwendig begangenen Familienjubiläum. Doch mit der Schilderung eines Weihnachtsabends hat er sich Zeit gelassen. Platterdings, um es mit seiner Lieblingsvokabel zu sagen, bis zum achten Kapitel im achten Teil des elfteiligen Erzählwerks. Dieses Weihnachtskapitel, will ich gleich komplett vorlesen. Doch werde ich dann, bevor das Geschehen ganz feierlich wird, die Lektüre kurz unterbrechen, um Ihnen einiges über das Buch zu erzählen, seine Entstehungsgeschichte, seine Wirkung, nicht zuletzt seine Wirkung auf die betroffenen Bürger der guten Stadt Lübeck, die sich darin unzuträglich abkonterfeit glaubten, auch einiges über die Handlungszusammenhänge, die auftretenden Personen und schließlich über den Verfasser des Ganzen. Doch nun erstmal medias in res, Thomas Mann, Buddenbrooks, Verfall einer Familie, 1901, achter Teil, achtes Kapitel. Donnerstags, wenn die Familie, umgeben von den ruhevoll lächelnden Götterstatuen der Tapete beim Essen saß, gab es seit kurzem einen neuen, sehr ernsten Gesprächsgegenstand, der auf den Gesichtern der Damen Buddenbrook aus der Breiten Straße den Ausdruck kalter Zurückhaltung, in den Mienen und Gesten Frau Permaneders aber eine außerordentliche Erregung hervorrief. Sie sprach zurückgelegten Hauptes und indem sie beide Arme zugleich vorwärts und nach oben streckte, mit Zorn, mit Entrüstung, mit aufrichtiger, tiefgefühlter Empörung. Sie ging von dem besonderen Falle, um den es sich handelte, zum Allgemeinen über, sprach über schlechte Menschen überhaupt und ließ, unterbrochen von dem trockenen, nervösen Räuspern, das mit ihrer Magenschwäche zusammenhing, mit einer gewissen Kehlkopfstimme, die ihr eigen war, wenn sie zürnte, kleine Trompetenstöße des Abscheus ertönen, die etwa klangen wie Tränentrieschke, Grünlich, Permaneder. Das Sonderbare aber war der neue Ruf, der hinzugekommen war und den sie mit unbeschreiblicher Verachtung und Gehässigkeit hervorbrachte. Er lautete der Staatsanwalt. Wenn dann Direktor Hugo Weinschenk, verspätet wie immer, denn er war mit Geschäften überhäuft, den Saal betrat und mit balancierenden Fäusten sich ungewöhnlich lebhaft in der Taille seines Gehrockes wiegend zu seinem Platz schritt,
wobei seine Unterlippe unter dem schmalen Schnurrbart mit kecken Ausdrucken abhing. So verstummte das Gespräch, so lagerte sich eine peinliche, schwüle Stille über der Tafel, bis der Senator allen aus der Verlegenheit half, indem er ganz leichthin und als handle es sich um irgendein Geschäft, sich bei dem Direktor nach dem Stande der Angelegenheit erkundigte. Und Hugo Weinschenk antwortete, die Sachen stünden sehr gut. Sie stünden, wie das nicht anders möglich sei, vortrefflich. Worauf er leicht und fröhlich von etwas anderem sprach. Er war sehr viel aufgeräumter als früher, ließ seine Augen mit einer gewissen wilden Unbefangenheit umherschweifen und fragte viele Male, ohne Antwort zu erhalten, nach dem Befinden von Gerda Buddenbrooks Geige. Überhaupt plauderte er viel und munter, und unangenehm war nur der Umstand, dass er in seinem Freimut nicht immer genügend nach seinen Worten sah und vor übermäßig guter Laune hie und da Geschichten vorbrachte, die nicht ganz am Platze waren. Eine Anekdote zum Beispiel, die er erzählte, handelte von einer Amme, welche die Gesundheit des ihr anvertrauten Kindes dadurch beeinträchtigt hatte, dass sie an Blähungen litt. In einer Weise, die er ohne Zweifel für humoristisch hielt, ahmte er den Hausarzt nach, der gerufen hatte, »Wer stinkt hier so? Wer ist es, der hier so stinkt?« Und spät oder nie bemerkte er, dass seine Gattin heftig errötet war, dass die Konsulin Thomas und Gerda unbewegt dasaßen, die Damen Buddenbrook durchbohrende Blicke tauschten, selbst Riekchen Severin am unteren Tischende beleidigt dareinblickte und höchstens der alte Konsul Kröger leise pruschte. Was war es mit dem Direktor Hugo Weinschenk? Dieser ernste, tätige und kernhafte Mann, dieser Mann, der abhold aller Geselligkeit und von rauer Außenseite mit zäher Pflichttreue nur seiner Arbeit zugetan war, dieser Mann sollte nicht einmal, nein, wiederholt sich eines schweren Fehltritts schuldig gemacht haben. Ja, er war angeklagt, gerichtlich angeklagt, mehrere Male ein geschäftliches Manöver ausgeführt zu haben, das nicht fragwürdig, sondern unreinlich und verbrecherisch zu nennen war, und ein Prozess, dessen Ausgang nicht abzusehen war, gegen ihn im Gange. Was wurde ihm zur Last gelegt? Brände hatten an verschiedenen Orten stattgefunden, größere Feuersbrünste, die der Gesellschaft, welche den damit Betroffenen kontraktlich verbunden gewesen, große Summen gekostet haben würden. Direktor Weinschenk aber sollte, erst nachdem er durch seine Agentin rasche, vertrauliche Mitteilung von den Unglücksfällen empfangen, also bewusst betrügerischerweise, die Rückversicherungen bei einer anderen Gesellschaft vorgenommen und dieser so den Schaden zugeschoben haben. Nun lag die Sache in den Händen des Staatsanwaltes Dr. Moritz Hagenström. Thomas, sagte die Konsulin unter vier Augen zu ihrem Sohne, ich bitte dich, ich verstehe nichts. Was soll ich von der Sache halten? Und er antwortete, ja, liebe Mutter, was lässt sich da sagen? Dass alles ganz in Ordnung ist, muss man leider bezweifeln. Aber dass Weinschenk in dem Umfange schuldig ist, wie gewisse Leute es wollen, halte ich ebenfalls für unwahrscheinlich. Es gibt im Geschäftsleben moderneren Stils etwas, was man Usance nennt. Eine Usance, verstehst du? Das ist ein Manöver, das nicht ganz einwandfrei ist, sich nicht ganz mit dem geschriebenen Gesetze verträgt und für den Laienverstand schon unredlich aussieht, das aber dennoch nach stillschweigender Übereinkunft in der Geschäftswelt gang und gäbe ist. Die Grenzlinie zwischen Usance und Schlimmerem ist sehr schwer zu ziehen. Einerlei. Wenn Weinschenk sich vergangen hat, so hat er es höchstwahrscheinlich nicht ärger getrieben als viele seiner Kollegen, die ungestraft davon gekommen sind. Aber für einen günstigen Ausgang des Prozesses stehe ich deshalb durchaus nicht. Vielleicht würde er in einer großen Stadt freigesprochen werden, aber hier,
wo alles auf Cliquenwesen und persönliche Motive hinausläuft. Das hätte er bei der Wahl seines Verteidigers bedenken sollen. Wir haben hier in der Stadt keinen hervorragenden Anwalt, keinen eminenten Kopf mit überlegendem und überzeugendem Rednertalent, der mit allen Hunden gehetzt und in den bedenklichsten Sachen versiert wäre. Dafür aber hängen unsere Herren Juristen untereinander zusammen. Sie sind einander verbunden durch gemeinsame Interessen, durch Mittagessen, womöglich durch Verwandtschaft und haben aufeinander Rücksicht zu nehmen. Meiner Ansicht nach wäre es klug gewesen, wenn Weinschenk einen hier ansässigen Advokaten genommen hätte. Aber was hat er getan? Er hat es für nötig befunden, ich sage für nötig befunden, und das gibt zuletzt über sein gutes Gewissen zu denken, sich einen Verteidiger aus Berlin zu verschreiben, den Dr. Breslauer, einen rechten Teufelsbraten, einen geriebenen Redner, einen raffinierten Rechtsvirtuosen, dem der Ruhm vorangeht, so und so vielen betrügerischen Bankrottiers am Zuchthaus vorbeigeholfen zu haben. Der wird nun ohne Zweifel die Sache gegen ein sehr großes Honorar mit ebenso großer Schlauheit führen. Aber ob das von Nutzen sein wird? Ich sehe es kommen, dass unsere wackeren Rechtsgelehrten sich mit Händen und Füßen dagegen sträuben werden, sich von dem fremden Herrn imponieren zu lassen, und dass der Gerichtshof für Dr. Hagenströms Plädoyer ein sehr viel willigeres Ohr haben wird. Und die Zeugen? Was sein eigenes Geschäftspersonal betrifft, so glaube ich nicht, dass es ihm besonders liebevoll zur Seite stehen wird. Das, was wir Wohlwollenden und ich glaube auch er selbst seine raue Außenseite nennen, hat ihm nicht viel Freunde gemacht. Kurzmutter, mir ahnt Arges. Es wäre schlimm für Erika, wenn es ein Unglück gäbe, aber am wehesten sollte es mir um Toni tun. Siehst du, sie hat ja recht, wenn sie sagt, dass Hagenströms die Sache mit Genugtuung in die Hand genommen haben. Sie geht uns alle an und ein schmählicher Ausgang würde uns insgesamt betreffen, denn Weinschenk gehört einmal zur Familie und sitzt an unserem Tisch. Was mich angeht, ich komme drüber hinweg. Ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe. Ich muss in der Öffentlichkeit der Sache ganz fremd gegenüberstehen, darf nicht in die Verhandlungen eingreifen, obgleich Breslauer mich interessieren würde, und darf mich, schon um mich vor dem Vorwurf irgendwelcher Beeinflussungsgelüste zu wahren, überhaupt um nichts kümmern. Aber Toni, ich mag nicht ausdenken, wie traurig eine Verurteilung für sie wäre. Man muss hören, wie aus ihren lauten Protesten gegen Verleumdung und neidische Intrigen die Angst herausklingt. Die Angst nach allem Malheur, das sie erduldet, auch dieser letzten ehrenvollen Position des würdigen Hausstandes ihrer Tochter noch verlustig zu gehen. Ach, pass auf, sie wird immer lauter Weinschenks Unschuld beteuern, je mehr sie zu zweifeln daran gedrängt werden wird. Aber er kann ja auch unschuldig sein. Gewiss, ganz unschuldig sein. Wir müssen abwarten, Mutter, und ihn und Toni und Erika taktvoll behandeln, aber mir ahnt nichts Gutes. Unter solchen Umständen kam diesmal das Weihnachtsfest heran und der kleine Johann verfolgte mit Hilfe des Abreißkalenders, den Ida ihm angefertigt und auf dessen letzten Blatt ein Tannenbaum gezeichnet war, pochenden Herzens das Nahen der unvergleichlichen Zeit. Die Vorzeichen mehrten sich. Schon seit dem ersten Advent hing in Großmamas Esssaal ein lebensgroßes, buntes Bild des Knecht Ruprecht an der Wand. Eines Morgens fand Hanno seine Bettdecke, die Bettvorlage und seine Kleider mit knisterndem Flittergold bestreut. Dann, wenige Tage später, nachmittags im Wohnzimmer, als Papa mit der Zeitung auf der Chaiselongue lag und Hanno gerade in Georgs Palmenblättern das Gedicht von der Hexe zu Endor las, wurde wie alljährlich und doch auch diesmal ganz überraschenderweise ein alter Mann gemeldet, welcher nach dem Kleinen frage. Er wurde hereingebeten, dieser alte Mann, und kam schlürfenden Schrittes in einem langen Pelze, dessen raue Seite nach außen gekehrt und der mit Flittergold und Schneeflocken besetzt war, eben solcher Mütze, schwarzen Zügen im Gesicht
und einem ungeheuren weißen Barte, der wie die übernatürlich dicken Augenbrauen mit glitzernder Lametta durchsetzt war. Er erklärte, wie jedes Jahr, mit eherner Stimme, dass dieser Sack auf seiner linken Schulter für gute Kinder, welche beten können, Äpfel und goldene Nüsse enthalte, dass aber andererseits diese Rute auf seiner rechten Schulter für die bösen Kinder bestimmt sei. Es war Knecht Ruprecht. Das heißt natürlich nicht so ganz vollkommen der echte und im Grunde vielleicht bloß Barbier Wenzel in Papas gewendeten Pelz, aber soweit ein Knecht Ruprecht überhaupt möglich, war er dies, und Hanno sagte auch dieses Jahr wieder, aufrichtig erschüttert und nur ein- oder zweimal von einem nervösen und halb unbewussten Aufschluchzen unterbrochen, sein Vater unser Herr, worauf er einen Griff in den Sack für die guten Kinder tun durfte, den der alte Mann dann überhaupt wieder mit sich zu nehmen vergaß. Es setzten die Ferien ein. Und der Augenblick ging ziemlich glücklich vorüber, da Papa das Zeugnis las, das auch in der Weihnachtszeit notwendig ausgestellt werden musste. Schon war der große Saal geheimnisvoll verschlossen. Schon waren Marzipan und braune Kuchen auf den Tisch gekommen. Schon war es Weihnacht draußen in der Stadt. Schnee fiel, es kam Frost und in der scharfen, klaren Luft erklangen durch die Straßen die geläufigen oder wehmütigen Melodien der italienischen Drehorgelmänner, die mit ihren Sammetjacken und schwarzen Schnurrbärten zum Feste herbeigekommen waren. In den Schaufenstern prangten die Weihnachtsausstellungen. Um den hohen gotischen Brunnen auf dem Marktplatz waren die bunten Belustigungen des Weihnachtsmarktes aufgeschlagen. Und wo man ging, atmete man mit dem Duft der zum Kauf gebotenen Tannenbäume das Aroma des Festes ein. Dann endlich kam der Abend des 23. Dezember heran und mit ihm die Bescherung im Saale zu Haus, in der Fischergrube. Eine Bescherung im engsten Kreise, die nur ein Anfang, eine Eröffnung, ein Vorspiel war, denn den Heiligen Abend hielt die Konsulin fest im Besitz, und zwar für die ganze Familie, sodass am späten Nachmittage des 24. die gesamte Donnerstagsrunde und dazu noch Jürgen Kröger aus Wismar sowie Therese Weichbrot mit Madame Ketelsen im Landschaftszimmer zusammentrat. Unter solchen Umständen kam diesmal das Weihnachtsfest heran. Die Umstände, meine Damen und Herren, sind nicht nur des gerichtlich angeklagten Brandkassendirektors Weinschenk wegen seltsam, denn von außen betrachtet steht die Familie Buddenbrook zur Zeit dieses Festes auf dem Gipfel ihres geschäftlichen Wohlstandes und ihres bürgerlichen Ansehens. Doch insgeheim ist dieses Stadium bereits überschritten und der Niedergang hat eingesetzt. Gewiss, der junge Firmenchef Thomas Buddenbrook hat es als erster in der Familie zum Senator der Hansestadt gebracht, sprich zum Minister eines eigenständigen Staatswesens. Er hat in der Fischergrube ein neues, prachtvolles Haus gebaut. Er hat die schöne, zudem reiche und musisch begabte Amsterdamer Kaufmannstochter Gerda Arnoldsen geheiratet, die ihm denn auch bald einen Stammhalter geboren hat, den kleinen Johann, genannt Hanno. Und mit glanzvollem Gepränge ist soeben unter gewaltiger öffentlicher Teilnahme das Buddenbrooksche Firmenjubiläum zelebriert worden. Doch justament bei diesem Ereignis, das im gleichen achten Teil des Romans geschildert wird wie die Weihnachtsfeier, auf dem äußeren Höhepunkt der Familiengeschichte mithin, ist auch das Menetekel erschienen. Während die libyschen Honoratioren das Haus Buddenbrook feiern, erhält der Senator ein Telegramm, das ihm den unwetterbedingten Verlust der Getreideernte jenes mecklenburgischen Rittergutes meldet, wo ausgerechnet er, der sonst so penibel korrekte, entgegen allen seriösen Gepflogenheiten das Korn auf dem Halm erworben hatte, teils aus Gefälligkeit. Das verschuldete Gut gehörte einer Jugendfreundin seiner Schwester Toni, teils aber auch auf den zusätzlichen Profit spekulierend. Das erste Mal, dass ein Buddenbrook
gegen den ehernen Grundsatz des Firmengründers verstoßen hat, mein Sohn sei mit Lust bei den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können. Und gleichfalls in diesem achten Teil des Romans, unmittelbar vor dem Weihnachtsfest, war noch etwas anderes, nicht minder symbolträchtiges geschehen. Da hatte der achtjährige Hanno unbeaufsichtigt in der Familienchronik geblättert und mit Lineal und Feder unter seinen Namen einen schönen, sauberen Doppelstrich quer über das ganze Blatt gezogen, durchaus kunstvoll, die obere Linie ein wenig stärker als die untere, was er dann seinem erzürnten Vater gegenüber mit den gestammelten Worten erklärte: Ich glaubte, es käme nichts mehr. Eine Vorausdeutung auf das Ende. Denn in der Tat, die Weihnachtsfeier, an der wir gleich sozusagen als Zaungäste teilnehmen werden, sie ist das letzte und, wie bemerkt, schon nicht mehr ungebrochen heitere Familienfest der Buddenbrooks. Bereits das nächste Weihnachten wird man betont karg und nüchtern begehen, denn man ist in Trauer um die verstorbene Konsulin. Und der nächste große feierliche Akt, der dann noch folgt und alle Angehörigen, Freunde und libyschen Honorationen noch einmal zusammenführt, der gilt dem Abschied von Thomas Buddenbrook, dem Senator, der banalerweise an den Folgen einer misslungenen Zahnextraktion gestorben ist. Doch auch Hanno Buddenbrook, der von klein auf kränkliche, ängstliche, leicht erschütterbare, doch ebenso sehr empfindsam musikalische Junge, aus dessen kindlicher Perspektive das Weihnachtsfest zu guten Teilen geschildert ist, er wird das Erwachsenendasein nicht mehr erleben. Er stirbt mit 16 Jahren an Typhus. Ursprünglich hatte Thomas Mann, als er eben 22-jährig, womöglich noch früher, das Romanprojekt zu umdenken anfing, sogar vorgehabt, Hanno zur Zentralfigur des Buches zu machen und in der Gestalt dieses, wie er es nannte, sensitiven Spätlings gleichsam Friedrich Nietzsches Beobachtung Ausdruck zu geben, wonach äußerliche Dekadenz mit gesteigerter Sensibilität einhergeht. So zumindest hat er es 3 Jahrzehnte später in der Rede Lübeck als geistige Lebensform seinen lieben Mitbürgern dargelegt. Doch so wie bei seinem Idol Richard Wagner aus dem Ursprungsentwurf Siegfrieds Tod schließlich die Tetralogie Der Ring des Nibelungen wurde, weitete sich auch Hannos Tod zur veritablen Familiensaga aus. Die Vorgeschichte verselbstständigte sich einfach, ohne dass freilich die Kernidee aufgegeben wurde, den Verfall an geschäftlicher Tüchtigkeit mit Verfeinerung im ästhetischen Empfinden zu verquicken. Gleichwohl schwebte ihm, als er 1897 an die Ausführung ging, der Arbeitstitel des Buches lautete inzwischen Abwärts, immer noch ein vergleichsweise kleiner Gesellschaftsroman vor, in 15 Kapiteln auf ca. 250 Seiten. Und das genau war es auch, was sein Verleger Samuel Fischer ihm vorgeschlagen hat. Thomas Mann, am 6. Juni 1875 in Lübeck geboren und dort auch aufgewachsen, war 1893, 3 Jahre nach dem frühen Tod seines Vaters, des Kaufmanns, niederländischen Konsuls und Senators Thomas Heinrich Mann, seiner Mutter nach München gefolgt, nachdem er zuvor noch in Lübeck die Schule bis zur Obersekundareife, dem sogenannten Einjährigen, absolviert hatte. Wer es bis zu dieser Bildungsstufe gebracht hatte, brauchte statt der 3-jährigen Militärzeit nur 1 Jahr zu dienen, was der Rekrut Thomas Mann dann aber nochmals rasant abzukürzen wusste, als er bei irgendwelchen, wie er sich ausdrückte, Parademarsch-Exerzitien ein Fußmalheur erlitt und den ärztlichen Machthabern im Garnisonslazarett erfolgreich klarmachen konnte, dass er untauglich zum Infanteriedienst sei. Methoden, wie sie später sein Hochstapler Felix Krull praktizieren sollte. In München hatte er dann kurze Zeit, daher seine Kenntnis im Brandkassenwesen, als Volontär bei einer Feuerversicherung gearbeitet,
nebenher aber schon angefangen, Novellen zu schreiben. Genau wie sein damals schon recht bekannter großer Bruder Heinrich, mit dem er dann 2 Jahre lang von 1896 bis 1898 zusammen in Italien lebte. Jene 2 Jahre, in denen die Buddenbrooks, wie nun definitiv der Titel lauten sollte, Gestalt annahmen. Buddenbrooks, ohne Artikel übrigens. Wenn ich ihn heute manchmal aus Gründen des Wohllauts, wie Thomas Mann gesagt hätte, benutze, dann ist das die immer kleingeschrieben zu denken, vor dem Gänsefüßchen stehend. 1897 hatte der S. Fischer Verlag Thomas Manns erste Novellenband, der kleine Herr Friedemann, für die Kollektion Fischer angenommen. Mehr noch, der Verleger hatte dem jungen Autor, dessen Sachen ihm sehr gut gefallen hätten, geschrieben: Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Gelegenheit geben würden, ein größeres Prosawerk von Ihnen zu veröffentlichen, vielleicht einen Roman, wenn er auch nicht so lang ist. Damit aber hatte Fischer, ohne es zu ahnen, ins Schwarze getroffen, denn Thomas Mann, der bis dahin, so seine Worte, die psychologische Short Story als sein Genre betrachtet hatte, er saß ja schon seit Längerem an eben solchem größeren Prosawerk. Als lebendige Vorbilder des Romanpersonals hatte er naheliegend die eigene Familie genommen. Ein ganz großer Erfinder war er ohnehin nie, wobei der Name Buddenbrook, den er ihr zuteilte, eine Referenz vor dem bewunderten Erzähler Theodor Fontane war, der damals ja noch lebte und gerade an seinem Meisterwerk Der Stechlin schrieb. Sie wissen, meine Damen und Herren, Buddenbrook, der famose Mann, schneidig und doch zugleich wie ein Kind, ist in Fontanes Effi Briest-Roman der Sekundant des ehebrecherischen Major Crampas im Duell mit dem Baron von Innstetten. Und so saß Thomas Mann in Rom, Via Torre Argentina, Torrente Quattro, 3 Stiegen hoch, und imaginierte sich sein fernes Lübeck und machte aus seiner Verwandtschaft eigenwillige Romanfiguren. Vom vitalen Senior Johann Buddenbrook, dem rechtschaffenen Kaufmann, der in literarischen Dingen mit den vergnüglich anachriontischen Versen des Stadtpoeten Jean-Jacques Hofstede zufrieden ist, über den akribischen, doch auch pietistisch frömmelnden Konsul Jean Buddenbrook und dessen Sohn Thomas, den Senator und pflichtbesessenen Leistungsethiker, der aber im Grunde, statt die Kaufmannstradition fortzusetzen, lieber studiert hätte, bis hin zum letzten Buddenbrook Hanno, der an der Erblast der Familie zerbricht. Und drumherum agierend die weiteren Verwandten, Hausfreunde und Angestellten, von denen wir etliche, soweit sie im 8. Teil des Romans noch am Leben sind, schon vorhin bei der vorweihnachtlichen Donnerstagsrunde getroffen haben und die wir dann gleich am Heiligen Abend in nahezu vollem Aufgebot erleben werden. Denn abgesehen von den verständlicherweise fernbleibenden geschiedenen Ehemännern Toni Buddenbrooks, den Herren Grünlich und Permaneder, fehlt bei der häuslichen Feier eigentlich nur der Schwiegersohn der Konsulin, der erbschleicherische Pastor Tiburtius, der Gatte der früh verstorbenen hochreligiösen Clara Buddenbrook, und der es vorzog, in Riga zu bleiben. Doch sonst sind sie alle da, zumal die Frauen. Da ist zuvörderst die Gastgeberin, die Konsulin Elisabeth Betsy Buddenbrook, geborene Kröger, die sich immer noch elegant und standesbewusst, aber auch immer stärker in ihren Pietismus hineingesteigert hat, was sich nicht nur an den zunehmend weinerlicher werdenden Pastoren zeigt, die sie in ihre häuslichen Konventikel lädt, ich sage nur Tränentrischke, sondern auch an ihrer christlichen Spendenfreudigkeit, mit der sie uneinsichtig sogar die Liquidität der Firma gefährdet. Da ist weiterhin ihre Tochter Toni, mit deren kindlich unverstandenen, aufgesackten Katechismusfrage: Was ist das? Was ist das? Der Buddenbrooks Roman beginnt, und die auch weiterhin als Erwachsene, hübsch und naiv, nicht allzu viel von dem begreift, was um sie herum, was mit ihr selber passiert, die aber allemal mit hoher Empörung reagiert, wenn sie Familie oder Firma despektierlich behandelt glaubt. Toni, die loyalste, stolzeste und allem Unheil zum Trotz zuversichtlichste aller Buddenbrooks. Da ist blass und mit den Gedanken woanders
samt Mann, Baby und Bonne, Tonis Tochter Erika Weinschenk, geborene Grünlich, die nach den 3,5 Jahren, die ihr Feuerversicherungsgatte trotz oder wegen des flammenden Verteidigerplädoyers im Zuchthaus zu verbringen hat, still aus dem Roman verschwinden wird, so wie der Ex-Direktor Hugo Weinschenk irgendwie Richtung London verschwindet, wo sich seine Spur verliert. Da ist Gerda, die schöne, doch eigentümlich unnahbare Gattin des Senators. Sie wird nach dem Tod ihres Mannes die Firma Buddenbrook auflösen und nach dem Tod ihres Sohnes auch das neue Haus verkaufen und nach Amsterdam zurückkehren, um wie ehedem zusammen mit ihrem Vater Duette zu spielen. Da ist Clotilde, genannt Tilda, die arme Verwandte im Hause Buddenbrook, auffällig allein durch die ungeheuren Mengen an Nahrungsmitteln, die sie unermüdlich in sich hineinschlingt. Und da sind schließlich spitzzüngig und scharfäugig wie ein Parzenchor die drei Damen Buddenbrook aus der Breiten Straße, Friederike, Henriette und Pfiffi, die Nichten der Konsulin und Töchter des verstorbenen Konsuls Gotthold Buddenbrook, des obstinaten, lange Zeit verlorenen Sohns der Familie. Natürlich sind aber auch die zwei langjährigen Hausbesorgerinnen dabei. Ida Jungmann zum einen, die Gastwirtstochter aus dem westpreußischen Marienwerder, die mit 20 Jahren als Gouvernante der kleinen Toni zu den Buddenbrooks kam und nun als Gouvernante des kleinen Hanno im Hause des Senators wirkt. Und zum anderen Idas Intimfeindin, Riekchen Severin, die Haushälterin der Konsulin, die sich wenig später, nach dem Tod ihrer Dienstherrin, fein dreist aus deren Nachlass bedient, zur einmal mehr lautstarken Empörung der Frau Permaneder. Und noch zwei weitere der Familie Buddenbrook eng verbundene Frauen sind zu dieser Weihnachtsfeier geladen. Fräulein Therese Weichbrot und deren ältere, gleichwohl von ihr dauerhaft unterdrückte Schwester, Madame Ketelsen. Therese Sesemi Weichbrot, klein und bucklig, possierlich, wie es im Text heißt, aber doch respektgebietend, ist die Inhaberin jenes Pensionats für höhere Töchter, auf dem Toni Buddenbrook, aber auch Gerda Arnoldsen einst erzogen und zumal im überaus korrekten, dialektfreien Gebrauch der deutschen Sprache unterwiesen wurden. Denn darin ist Sesemi eigen, wie allein schon ihr Herzensspruch bekundet. Werde glücklich, du gutes Kind, der sich durch den gesamten Roman hindurchzieht, ohne sich freilich auch nur ein einziges Mal zu erfüllen. Eines der schönsten Beispiele für Thomas Manns virtuose Verwendung der Leitmotivtechnik, die er aus dem Ring des Nibelungen auf die Buddenbrooks übertrug, anders als Wagner aber ins heiter-ironische wandte. Doch zurück zu Sesemi Weichbrot, mit deren eigener kleiner punschgetränkt kurioser Weihnachtsfeier unser Weihnachtskapitel heute ausklingen wird. Genauer gesagt mit Hannos Vorfreude darauf und seiner Erinnerung an die letztjährige Bescherung. Es ist diese ungebrochene Pädagogin Sesemi, die alle Jahre wieder glaubt, dieses Weihnachten sei ihr letztes, die am Ende des Buches das letzte Wort bekommt. Das Buch, das korrespondierend zu Tonis Eröffnungsfrage, was ist das, lautet, es ist so. Interessant nun, dass Toni Buddenbrook, als sie noch in Sesemis Pension lebte, ihrer Freundin Gerda einmal ernsthaft vorgeschlagen hatte, doch einen ihrer Brüder zu heiraten. Worauf Gerda zwar gelangweilt gähnend, doch bemerkenswert spontan zur Antwort gab, den mit der großen Nase, Christian Buddenbrook also. Und nicht Thomas, den sie dann später tatsächlich heiratet. Christian, der komische Sensibilist, dem leitmotivisch auch dies auf der linken Seite alle Nerven zu kurz sind, der ewige Clown und bürgerliche Versager, dem es im erlernten Kaufmannsberuf an Ernsthaftigkeit mangelt und dem es bei allem parodistischen Talent zum echten Künstler an Disziplin fehlt. Er ist die wahrscheinlich aparteste Gestalt des Romans und natürlich dominiert er binnen kurzem auch die Weihnachtsfeier seiner Mutter, zu deren weiteren Gästen zwar noch ihr Bruder, Konsul Kröger, samt Familie gehört, nicht jedoch das Fräulein Aline Puffvogel aus Hamburg, die gesellschaftlich nicht präsentable Herzdame Christians. Nach dem Tod der Konsulin wird er sie dann heiraten
und zum Dank dafür von ihr ins Irrenhaus expediert werden. Gleichfalls in Person abwesend, in den Gedanken der diversen Buddenbrooks, zumal in denen Tonis, aber umso präsenter, sind ein paar andere lübische Herrschaften. Die Hagenströms, Inhaber des konkurrierenden Handelshauses Strunk und Hagenström, die Repräsentanten des neuen Zeitgeistes und tatkräftig entschlossenen, um Traditionen unbekümmerten Aufsteiger, die in Thomas Manns Roman das Gegenbild zu den Buddenbrooks verkörpern. Konsul Hermann Hagenström zunächst, der einst als Schuljunge schwer verliebt in Toni war und einiges investierte, um ihr einen Kuss abzugewinnen, was sie indes mit all ihrem Buddenbrook-Stolz und all ihrer schon damals beträchtlichen Empörungsfähigkeit zurückwies. Hermann Hagenström wird dann später das schöne alte Buddenbrook-Haus in der Mengstraße aufkaufen, den Schauplatz der Weihnachtsfeier, und erstmal modernes elektrisches Licht dort legen lassen. Einstweilen noch bedrohlicher erscheint Toni freilich Hermanns jüngerer Bruder Moritz Hagenström, der Staatsanwalt. Und den fürchtet sie, wie sich zeigt, auch unbedingt zu Recht. Denn dieser achte Teil des Romans endet mit Moritz Hagenströms großer Stunde, während der Schwiegersohn Toni Buddenbrooks, der unselige Direktor Weinschenk, hinter Gitter wandert. Detaillierte Auskünfte über das reale Vorbild dieses Hugo Weinschenk hatte Thomas Mann noch in Italien von seiner Schwester Julia erhalten, wie er überhaupt alle möglichen Verwandten und Bekannten um Informationen über die lübischen Verhältnisse, speziell die Historie der Familie Mann, in den Jahren zwischen 1835 und 1877 löcherte, dem Handlungszeitraum der Buddenbrooks. Seinen Bruder Heinrich konnte er vor Ort direkt befragen. Bei einem Großonkel machte er sich über politische und juristische Institutionen der Stadt Lübeck und damalige Wirtschaftsfragen klug. Schwester Julia lieferte ihm zudem noch eine ausgiebige Auflistung der betrüblichen Ehegeschichten von Tante Elisabeth Mann, die er als Modell für Toni Buddenbrook ausgewählt hatte und die den lieben Neffen Thomas ihrerseits brieflich mit Nachrichten über den ihrer Meinung nach nicht erbschleicherischen Witwe der Schwester Olga Mann, dies Clara Buddenbrook, versorgte und nicht versäumte, im gleichen Brief rasch auch noch mit echter Toni-Empörung auf die Schlechtigkeit des Senators Fehling hinzuweisen. Unnötig zu erwähnen, die Fehlings, aus deren Sippe später einer der großen deutschen Theaterregisseure hervorging, Jürgen Fehling, die Fehlings dienten in den Buddenbrooks als Modell für die Hagenströms. Von seiner Mutter erbat sich Thomas Mann wiederum, was für unsere heutige adventliche Zusammenkunft ja von beinahe noch größerem Belang ist, das Rezept für die berühmten buddenbrookschen braunen Weihnachtskuchen. Kräuterdampfen in der Pfanne wirkt er schon der Zauberfrevel. Der Spruch allerdings hat nichts, zumindest nicht unmittelbar, mit den braunen Kuchen zu tun. Der Vers stammt aus Karl Gerucks Palmblättern und beschreibt das Treiben der Hexe von Endor, der adventlichen Lektüre des kleinen Hanno, bevor er, Sie erinnern sich, vom Knecht Ruprecht aufgestört wird. Denn auch in den Reliquien seiner eigenen Frühzeit hatte Thomas Mann gestöbert und dabei neben den Palmblättern auch noch jenes erwünschte Buch der griechischen Mythologie aufgetan, das Hanno dann gleich bei der Bescherung, die Thomas Mann immer mit zwei E schreibt, auf seinem Gabentisch vorfinden wird. Es handelte sich dabei um Friedrich Nüssels Lehrbuch der griechischen und römischen Mythologie für höhere Töchterschulen und die Gebildeten des weiblichen Geschlechts, gehörte früher mal Muttermann und war für den kleinen Thomas das Lieblingsbuch seiner Knabenjahre gewesen, wie er sich noch 1929 erinnerte, als er schon der große Nobelpreisträger war. Diese Fülle an Auskünften, Reminiszenzen, Materialien, verstärkt durch jenes merkwürdige Phänomen, das Thomas Mann den Eigenwillen eines Werkes nannte, dies alles bewirkte freilich, dass die Anzahl der Manuskriptblätter immer mehr anschwoll, weit über die vorbedachten 250 Seiten hinaus, auf mehr als das Doppelte, mehr als das Dreier, mehr als das Vierfache des ursprünglich geplanten und vom Verlag zugebilligten Umfangs, wie der Verfasser ein klein bisschen beunruhigt bemerkte,
als er nun wieder in München an die Fertigstellung des Romans ging. 1898 war er aus Italien zurückgekehrt und verdiente seinen Lebensunterhalt in den nächsten 2 Jahren als Redakteur der satirischen Zeitschrift Simplicissimus, in der er notabene eines Tages die Karikatur eines echt bayerischen Bierdimpfels entdeckte, ausschnitt und mit der Unterschrift versah: Herr Permanel. Aber tatsächlich, er bekam gewaltigen Ärger mit Samuel Fischer. Nach 3 Jahren intensivster Arbeit an den Buddenbrooks hatte er im August 1900 die Reinschrift beendet und das versiegelte Paket an den Verlag expediert, vorsichtshalber als Postversicherungssache. Als Inhalt gab er an: Manuskript, als Wertsumme gigantische 1000 Mark. Thomas Mann war 25 Jahre alt und kommentierte die Szene rückblickend mit dem schönen Satz: Der Schalterbeamte lächelte. Fischer dagegen schäumte und verlangte, der Autor solle das Buch auf die Hälfte zusammenstreichen, setzte auch schon mal seinen Lektor Moritz Heimann mit dem Rotstift an das Werk, woran sich ein vehementes, 14 Monate währendes Gefecht zwischen Autor und Verlag anschloss, in dessen Verlauf Thomas Mann über dieses Bubenstück von einer Zumutung wetterte, mit seinem Wechsel zum Münchner Langen Verlag drohte, wo damals Bruder Heinrichs Bücher erschienen, doch andererseits auch barmte, er müsse nun wohl Bankbeamter werden, ich habe manchmal solche Anwandlungen. Samuel Fischer wiederum bestand auf Kürzungen und auch als er schließlich nachgab, tat er es mit dem Zusatz, dass er nach wie vor als Verleger von diesem ungewöhnlichen Umfang nicht gerade sehr entzückt sei. Ja, selbst bei der Übersendung des endgültigen Vertragspapiers machte er noch einen allerletzten Versuch, indem er hinzusetzte: Sollten Sie den Kürzungsvorschlägen Heimanns näher treten wollen, so stelle ich das Manuskript zur Verfügung. Doch Thomas Mann wollte den Kürzungsvorschlägen auch jetzt nicht näher treten. So ging der Text denn unangetastet in Satz und im Oktober 1901 lag der Roman endlich in den Buchhandlungen aus. Buddenbrooks Verfall einer Familie. Fischer hatte sich zu einer zweibändigen Ausgabe entschlossen. Der erste Band umfasste 566, der zweite 539 Seiten. Und fast schien es, als sollte der Verleger mit seiner Skepsis recht behalten, denn ein Jahr lang verlief der Absatz mehr als schleppend. Doch dann erschien eine zweite einbändige, zudem wohlfeile Ausgabe. Und die, so Thomas Mann, schlug durch. Das Buch wurde vom Erfolg ergriffen. Was freilich nicht unbedingt für die Bewohner der Hansestadt Lübeck galt, die noch etwas länger brauchten, um zu begreifen, dass der Verfasser hier keine provinzielle Klatschkolportage zur Verunglimpfung ihres Gemeinwesens geliefert hatte, sondern, so seine eigene Einschätzung, der man aber gewiss beipflichten kann, ein Stück Seelengeschichte des deutschen Bürgertums. Doch einstweilen sahen die Lübecker rot. Zu Wort meldete sich ein Lehrer des Katharineums und gab bekannt, Thomas Mann könne kein bedeutender Schriftsteller sein. Ich habe ihn im Deutschen gehabt. Er hat nie einen ordentlichen Aufsatz schreiben können. Zu Wort meldete sich auch Friedrich Mann, der Onkel, der in einer Zeitungsannonce gegen den Roman des Neffen protestierte, worin er als Vorbild für Christian Buddenbrook gedient hat. Wie denn überhaupt in Lübeck die Entschlüsselungsmaschinerie anlief. Wer ist wer? Sesimi Weichbrot war also Therese Bousset, Herr Grünlich, Herr Elfeld, Hugo Weinschenk, Guido Biermann, Herr Permaneder aus München, Herr Haag aus Stuttgart und so weiter. Ein Augenzeuge erzählte, wie einmal eine ältere Dame ein Café betrat, das Buch auf den Tisch legte und triumphierend sagte: Ich habe es 3-mal gelesen. Jetzt habe ich sie alle heraus. Eine Lübecker Buchhandlung, angesiedelt ausgerechnet in der Mengstraße, verkaufte die Buddenbrook-Exemplare überhaupt nur mit einer beigelegten Dechiffrierliste. Und Thomas Mann selber? Er räumte zwar ein, in den Buddenbrooks ein paar Lübecker Bürgertypen behaglich abkonterfeit zu haben, zeigte sich dann aber doch tief erstaunt, dass das Buch in Lübeck Aufsehen und böses Blut mache. In Wirklichkeit war er natürlich keineswegs erstaunt, sondern nur indigniert über die Uneinsichtigkeit seiner Landsleute, die sein Buch unbedingt als Schlüsselroman skandalisieren wollen. Schon als Kind hat die Publikumssitte angesichts einer absoluten Leistung nach Persönlichem zu schnüffeln mich rasend gemacht. Ich zeichnete ein bisschen.
Ich malte Männerchen mit Bleistift und Papier und sie schienen mir schön. Zeigte ich sie aber, in der Hoffnung, für meine Kunstfertigkeit Lob zu ernten, den Leuten, so fragten diese, wer soll es sein? Niemand soll es sein, schrie ich und weinte beinahe. Es ist ein Mann, wie du siehst, eine Zeichnung, die ich gemacht, besteht aus Umrissen, Herrgott nochmal. Das ist nicht anders geworden. Noch immer forscht man, wer soll es sein? Nun gut, irgendwann begriff man es auch in Lübeck und andernorts sowieso. Doch nun bekam Thomas Mann selber ein Problem mit seinen Buddenbrooks, deren zunehmender Ruhm ihm zwar seine bürgerliche Existenz sicherte, ihn aber künstlerisch zunehmend belastete und lähmte. Gewiss, er schrieb in der Zeit danach Novellen wie Tonio Kröger oder Den Tod in Venedig, 1909 auch den kleinen Roman Königliche Hoheit. Doch es dauerte nahezu ein Vierteljahrhundert, ehe er sich nach seinem Erfolg wieder an ein großformatiges Romanprojekt traute, an den Zauberberg, den er im Jahr 1924 herausbrachte. Und dann war er doch ein bisschen pikiert, als ihm 1929 zwar der Nobelpreis für Literatur zuerkannt wurde, die Begründung der Jury aber hauptsächlich seine 30 Jahre zurückliegenden Buddenbrooks galt und nur sehr nebenbei dem Zauberberg, dem Roman seiner Reifezeit. Merkwürdig ist es, 1933 begann Thomas Mann außerhalb Deutschlands, in Küstennacht bei Zürich, mit seinem großen Josefsroman, die er 10 Jahre später vollendete, mitten im Zweiten Weltkrieg und nun im amerikanischen Exil, wo 1939 auch sein Goethe-Roman Lotte in Weimar erschienen war. Nach Kriegsende brachte er, inzwischen amerikanischer Staatsbürger, seinen Dr. Faustus heraus, das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leberkühn, erzählt von einem Freunde, und 1951 schrieb er seinen letzten Roman, der Erwählte, Meisterwerke allesamt. Und doch, um noch einmal eine seiner Lieblingswendungen auszuborgen, und doch ist Thomas Mann für viele seiner Leser vor allem eines gewesen und geblieben, der Autor von Buddenbrooks. 1952 kehrte er 77-jährig nach Europa zurück und siedelte sich in der Schweiz an, zuletzt in Kilchberg bei Zürich, wo er am 12. August 1955 gestorben ist, ein Jahr nach seiner Ernennung zum Ehrenbürger von Lübeck. Und dorthin, nach Lübeck, kehren auch wir jetzt zurück, mit gutem Gewissen zu einer nachhaltigen Mahlzeit auf der Weihnachtsfeier der Buddenbrooks. Dann endlich kam der Abend des 23. Dezember heran, und mit ihm die Bescherung im Saale zu Haus in der Fischergrube. Eine Bescherung im engsten Kreise, die nur ein Anfang, eine Eröffnung, ein Vorspiel war. Denn den Heiligen Abend hielt die Konsulin fest im Besitz, und zwar für die ganze Familie, sodass am Spätnachmittage des 24. die gesamte Donnerstagsrunde und dazu noch Jürgen Kröger aus Wismar sowie Therese Weichbrot mit Madame Ketelsen im Landschaftszimmer zusammentrat. In schwerer, grau und schwarz gestreifter Seide mit geröteten Wangen und erhitzten Augen, in einem zarten Duft von Patchouli, empfing die alte Dame die nach und nach eintretenden Gäste, und bei den wortlosen Umarmungen klirrten ihre goldenen Armbänder leise. Sie war in unaussprechlicher, stummer und zitternder Erregung an diesem Abend. »Mein Gott, du fieberst ja, Mutter«, sagte der Senator, als er mit Gerda und Hanno eintraf. Alles kann doch ganz gemütlich vonstatten gehen. Aber sie flüsterte, indem sie alle drei küsste, zu Jesu Ehren und dann mein lieber seliger Jean. In der Tat, das weihevolle Programm, das der verstorbene Konsul für die Feierlichkeit festgesetzt hatte, musste aufrechterhalten werden. Und das Gefühl ihrer Verantwortung für den würdigen Verlauf des Abends, der von der Stimmung einer tiefen, ernsten und inbrünstigen Fröhlichkeit erfüllt sein musste, trieb sie rastlos hin und her von der Säulenhalle, wo schon die Marienchorknaben sich versammelten, in den Esssaal, wo Riechen Severin letzte Hand an den Baum und die Geschenktafel legte, hinaus auf den Korridor, wo scheu und verlegen einige fremde alte Leutchen umherstanden, Hausarme, die ebenfalls an der Bescherung teilnehmen sollten, und wieder ins Landschaftszimmer, wo sie
mit einem stummen Seitenblick jedes überflüssige Wort und Geräusch straffte. Es war so still, dass man die Klänge einer entfernten Drehorgel vernahm, die zart und klar wie die einer Spieluhr aus irgendeiner beschneiten Straße den Weg hierher fanden. Denn obgleich nun an 20 Menschen im Zimmer saßen und standen, war die Ruhe größer als in einer Kirche und die Stimmung gemahnte, wie der Senator ganz vorsichtig seinem Onkel Justus zuflüsterte, ein wenig an die eines Leichenbegängnisses. Übrigens war kaum Gefahr vorhanden, diese Stimmung möchte durch einen laut jugendlichen Übermutes zerrissen werden. Ein Blick hätte genügt zu bemerken, dass fast alle Glieder der hier versammelten Familie in einem Alter standen, in welchem die Lebensäußerungen längst gesetzte Formen angenommen haben. Senator Thomas Buddenbrook, dessen Blässe den wachen, energischen und sogar humoristischen Ausdruck seines Gesichts Lügen strafte, Gerda, seine Gattin, welche unbeweglich in einem Sessel zurückgelehnt und das schöne weiße Gesicht nach oben gewandt, ihre nahe beieinander liegenden, bläulich umschatteten, seltsam schimmernden Augen von den flimmernden Glasprismen des Kronleuchters bannen ließ, seine Schwester, Frau Permaneder, Jürgen Kröger, sein Cousin, der stille, schlicht gekleidete Beamte, seine Cousinen Friederike, Henriette und Pfiffi, von denen die beiden ersteren noch magerer und länger geworden waren und die letztere noch kleiner und beleibter erschienen als früher, denen aber ein stereotypischer Gesichtsausdruck durchaus gemeinsam war, ein spitziges und übelwollendes Lächeln, das gegen alle Personen und Dinge mit einer allgemeinen medisanten Skepsis gerichtet war, als sagten sie beständig, wirklich? Und das möchten wir denn doch fürs Erste noch bezweifeln. Schließlich die arme, aschgraue Clotilde, deren Gedanken wohl direkt auf das Abendessen gerichtet waren. Sie alle hatten die 40 überschritten, während die Hausherren mit ihrem Bruder Justus und seiner Frau, gleich der kleine Therese Weichbrot, schon ziemlich weit über die 60 hinaus war und die alte Konsulin Buddenbrook, geborene Stüving, sowie die gänzlich taube Madame Ketelsen sich schon in den 70ern befanden. In der Blüte ihrer Jugend stand eigentlich nur Erika Weinschenk, aber wenn ihre hellblauen Augen, die Augen Herrn Grünlichs, zu ihrem Manne, dem Direktor, hinüberglitten, dessen geschorener, an den Schläfen ergrauter Kopf mit dem schmalen, in die Mundwinkel hineingewachsenen Schnurrbart sich dort neben dem Sofa von der idyllischen Tapetenlandschaft abhob, so konnte man bemerken, dass ihr voller Busen sich in lautlosem, aber schweren Atem zugehob, ängstliche und wirre Gedanken an Usancen, Buchführung, Zeugen, Staatsanwalt, Verteidiger und Richter mochten sie bedrängen. Ja, es war wohl keiner im Zimmer, dem diese unweihnachtlichen Gedanken nicht im Sinne gelegen hätten. Der angeklagte Zustand von Frau Permaneders Schwiegersohn, das Bewusstsein der gesamten Familie von der Gegenwart eines Mitglieds, das eines Verbrechens gegen die Gesetze, die bürgerliche Ordnung und die geschäftliche Ehrenhaftigkeit geziehen und vielleicht der Schande und dem Gefängnis verfallen war, gab der Versammlung ein vollständig fremdes, ungeheuerliches Gepräge. Ein Weihnachtsabend der Familie Buddenbrook mit einem Angeklagten in ihrer Mitte. Frau Permaneder lehnte sich mit strenger Majestät in ihren Sessel zurück. Das Lächeln der Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße war noch um eine Nuance spitziger. Und die Kinder, der ein wenig spärliche Nachwuchs, war auch er für das leis Schauerliche dieses so ganz neuen und unbekannten Umstandes empfänglich? Was die kleine Elisabeth betraf, so war es unmöglich, über ihren Gemütszustand zu urteilen. In einem Kleidchen, an dessen reichlicher Garnitur mit Atlasschleifen man Frau Permaneders Geschmack erkannte, saß das Kind auf dem Arm seiner Bonne, hielt seine Daumen in die winzigen Fäuste geklemmt, sog an seiner Zunge,
blickte mit etwas hervortretenden Augen starr vor sich hin und ließ dann und wann einen kurzen, knarrenden Laut vernehmen, worauf das Mädchen es ein wenig schaukeln ließ. Hanno aber saß still auf seinem Schemel zu den Füßen seiner Mutter und blickte gerade wie sie zu einem Prisma des Kronleuchters empor. Christian fehlte. Wo war Christian? Erst jetzt im letzten Augenblick bemerkte man, dass er noch nicht anwesend war. Die Bewegungen der Konsulin, die eigentümliche Manipulation, mit der sie von Mundwinkel zur Frisur hinaufzustreichen pflegte, als brächte sie ein hinabfallendes Haar an seine Stelle zurück, wurden noch lebhafter. Sie instruierte eilig Mamsell Severin und die Jungfer begab sich an den Chorknaben vorbei durch die Säulenhalle zwischen den Hausarmen hin und über den Korridor und pochte an Herrn Buddenbrooks Tür. Gleich darauf erschien Christian. Er kam mit seinen mageren, krummen Beinen, die seit dem Gelenkrheumatismus etwas lahmten, ganz gemächlich ins Landschaftszimmer, indem er sich mit der Hand die kahle Stirne rieb. Donnerwetter, Kinder, sagte er, das hätte ich beinahe vergessen. Du hättest es, wiederholte seine Mutter und erstarrte. Ja, beinahe vergessen, dass heute Weihnachten ist. Ja, ich saß und las in einem Buch, einem Reisebuch über Südamerika. Ach, du lieber Gott, ich habe schon ganz andere Weihnachten gehabt, fügte er hinzu und war soeben im Begriff, mit der Erzählung von einem heiligen Abend anzufangen, den er zu London in einem Tingeltangel fünfter Ordnung verlebt, als plötzlich die im Zimmer herrschende Kirchenstille auf ihn zu wirken begann, sodass er mit krausgezogener Nase und auf Zehenspitzen zu seinem Platze ging. Tochter Zion, freue dich, sangen die Chorknaben. Und sie, die eben noch da draußen so hörbare Allotria getrieben haben, dass der Senator sich einen Augenblick an die Tür hatte stellen müssen, um ihnen Respekt einzuflößen, sie sangen nun ganz wunderschön. Diese hellen Stimmen, die sich getragen von den tieferen Organen rein jubelnd und lobpreisend aufschwangen, zogen aller Herzen mit sich empor, ließen das Lächeln der alten Jungfern milder werden und machten, dass die alten Leute in sich hineinsahen und ihr Leben überdachten, während die, welche mitten im Leben standen, ein Weilchen ihre Sorgen vergaßen. Hanno ließ sein Knie los, das er bislang umschlungen gehalten hatte. Er sah ganz blass aus, spielte mit den Fransen seines Schemels und scheuerte seine Zunge an einen Zahn mit halb geöffnetem Munde und einem Gesichtsausdruck, als fröre ihn. Dann und wann empfand er das Bedürfnis, tief aufzuatmen, denn jetzt, da der Gesang, dieser glockenreine A cappella-Gesang, die Luft erfüllte, zog sein Herz sich in einem fast schmerzhaften Glück zusammen. Weihnachten. Durch die Spalten der hohen, weiß lackierten, noch fest verschlossenen Flügeltür drang der Tannenduft und erweckte mit seiner süßen Würze die Vorstellung der Wunder dort drinnen im Saale, die man jedes Jahr aufs Neue mit pochenden Pulsen als eine unfassbare, unirdische Pracht erharrte. Was würde dort drinnen für ihn sein? Das, was er sich gewünscht hatte, natürlich, denn das bekam man ohne Frage, gesetzt, dass es einem nicht als eine Unmöglichkeit zuvor schon ausgeredet worden war. Das Theater würde ihm gleich in die Augen springen und ihm den Weg zu seinem Platz weisen müssen. Das ersehnte Puppentheater, das dem Wunschzettel für Großmama stark unterstrichen zu Häupten gestanden hatte und das seit dem Fidelio beinahe sein einziger Gedanke gewesen war. Ja, als Entschädigung und Belohnung für einen Besuch bei Herrn Brecht, dem Zahnarzt, hatte Hanno kürzlich zum ersten Mal das Theater besucht, das Stadttheater, wo er im ersten Range an der Seite seiner Mutter atemlos den Klängen und Vorgängen des Fidelio hatte folgen dürfen. Seitdem träumte er nichts als Opernszenen und eine Leidenschaft für die Bühne erfüllte ihn, die ihn kaum schlafen ließ. Mit unaussprechlichem Neide betrachtete er auf der Straße die Leute, die ja wie auch sein Onkel Christian als Theaterhabitués bekannt waren.
Konsul Döhlmann, Makler Gosch. War das Glück ertragbar, wie Sie fast jeden Abend dort anwesend sein zu dürfen? Könnte er nur einmal in der Woche, vor Beginn der Aufführung, einen Blick in den Saal tun, das Stimmen der Instrumente hören und ein wenig den geschlossenen Vorhang ansehen? Denn er liebte alles am Theater. Den Geruch, die Sitze, die Musiker, den Vorhang. Wird sein Puppentheater groß sein? Groß und breit? Wie wird der Vorhang aussehen? Man muss baldmöglichst ein kleines Loch hineinschneiden, denn auch im Vorhang des Stadttheaters war ein Guckloch. Ob Großmama oder Mamsell Severin, denn Großmama konnte nicht alles besorgen, die nötigen Dekorationen zum Fidelio gefunden hatte. Gleich morgen wird er sich irgendwo einschließen und ganz allein eine Vorstellung geben. Und schon ließ er seine Figuren im Geiste singen, denn die Musik hatte sich ihm mit dem Theater sofort aufs Engste verbunden. Jauchze laut, Jerusalem, schlossen die Chorknaben, und die Stimmen, die fugenartig nebeneinander hergegangen waren, fanden sich in der letzten Silbe friedlich und freudig zusammen. Der klare Akkord verhallte und tiefe Stille legte sich über Säulenhalle und Landschaftszimmer. Die Mitglieder der Familie blickten unter dem Druck der Pause vor sich nieder. Nur Direktor Weinschenks Augen schweiften keck und unbefangen umher und Frau Permaneder ließ ihr trockenes Räuspern vernehmen, das ununterdrückbar war. Die Konsulin aber schritt langsam zum Tische und setzte sich inmitten ihrer Angehörigen auf das Sofa, das nun nicht mehr wie in alter Zeit unabhängig und abgesondert vom Tische dastand. Sie rückte die Lampe zurecht und zog die große Bibel heran, deren altersbleiche Goldschnittfläche ungeheuerlich breit war. Dann schob sie die Brille auf die Nase, öffnete die beiden ledernen Spangen, mit denen das kolossale Buch geschlossen war, schlug dort auf, wo das Zeichen lag, das das dicke, raue, gelbliche Papier mit dem übergroßen Druck zum Vorschein kam, nahm einen Schluck Zuckerwasser und begann, das Weihnachtskapitel zu lesen. Sie las die altvertrauten Worte langsam und mit einfacher, zu Herzen gehender Betonung, mit einer Stimme, die sich klar bewegt und heiter von der andächtigen Stille abhob. Und den Menschen ein Wohlgefallen, sagte sie. Kaum aber schwieg sie, so erklang in der Säulenhalle dreistimmig das Stille Nacht, Heilige Nacht, in das die Familie im Landschaftszimmer einstimmte. Man ging ein wenig vorsichtig zu Werke dabei, denn die meisten Anwesenden waren unmusikalisch und hier und da vernahm man in dem Ensemble einen tiefen und ganz ungehörigen Ton. Aber das beeinträchtigte nicht die Wirkung dieses Liedes. Frau Permaneder sang es mit bebenden Lippen, denn am süßesten und schmerzlichen rührt es an dessen Herz, der ein bewegtes Leben hinter sich hat und im kurzen Frieden der Feierstunde Rückblick hält. Madame Ketelsen weinte still und bitterlich, obgleich sie von allem fast nichts vernahm. Und dann erhob sich die Konsulin. Sie ergriff die Hand ihres Enkels Johann und ihrer Urenkelin Elisabeth und schritt durch das Zimmer. Die alten Herrschaften schlossen sich an, die Jüngeren folgten. In der Säulenhalle gesellten sich die Dienstboten und die Hausarmen dazu. Und während alles einmütig »O Tannenbaum« anstimmte und Onkel Christian vorn die Kinder zum Lachen brachte, indem er beim Marschieren die Beine hob wie ein Hampelmann und albernerweise »O Tannenbaum« sang, zog man mit geblendeten Augen und einem Lächeln auf dem Gesicht durch die weit geöffnete Flügeltür direkt in den Himmel hinein. Der ganze Saal, erfüllt von dem Dufte angesenkter Tannenzweige, leuchtete und glitzerte von unzähligen kleinen Flammen, und das Himmelblau der Tapete mit ihren weißen Götterstatuen ließ den großen Raum noch heller erscheinen. Die Flämmchen der Kerzen, die dort zwischen den dunkelrot verhängten Fenstern den gewaltigen Tannenbaum bedeckten, welcher, geschmückt mit Silberflittern und großen weißen Lilien, einen schimmernden Engel an seiner Spitze und ein plastisches Krippenarrangement
zu seinen Füßen fast bis zur Decke emporragte, flimmerten in der allgemeinen Lichtflut wie ferne Sterne. Denn auf der weißgedeckten Tafel, die sich lang und breit mit den Geschenken beladen, vor den Fenstern fast bis zur Türe zog, setzte sich eine Reihe kleinerer mit Konfekt behängter Bäume fort, die ebenfalls von brennenden Wachslichtern erstrahlten. Und es brannten die Gasärme, die aus den Wänden hervorkamen, und es brannten die dicken Kerzen auf den vergoldeten Kandelabern in allen vier Winkeln. Große Gegenstände, Geschenke, die auf der Tafel nicht Platz hatten, standen nebeneinander auf dem Fußboden. Kleinere Tische, ebenfalls weiß gedeckt, mit Gaben belegt und mit brennenden Bäumchen geschmückt, befanden sich zu den Seiten der beiden Türen. Das waren die Bescherungen der Dienstboten und der Hausarmen. Singend, geblendet und dem altvertrauten Raume ganz entfremdet, umschritt man einmal den Saal, defilierte an der Krippe vorbei, in der ein wächsernes Jesuskind das Kreuzzeichen zu machen schien, und blieb dann, nachdem man Blick für die einzelnen Gegenstände bekommen hatte, verstummend an seinem Platze stehen. Hanno war vollständig verwirrt. Bald nach dem Eintritt hatten seine fieberhaft suchenden Augen das Theater erblickt. Ein Theater, das, wie es dort oben auf dem Tische prangte, von so extremer Größe und Breite erschien, wie er es sich vorzustellen niemals erkühnt hatte. Aber sein Platz hatte gewechselt. Er befand sich an einer der vorjährigen, entgegengesetzten Stelle, und dies bewirkte, dass Hanno in seiner Verblüffung ernstlich daran zweifelte, ob dies fabelhafte Theater für ihn bestimmt sei. Hinzu kam, dass zu den Füßen der Bühne auf dem Boden etwas Großes, Fremdes aufgestellt war, etwas, was nicht auf seinem Wunschzettel gestanden hatte, ein Möbel, ein kommodenartiger Gegenstand. War er für ihn? »Komm her, Kind, und sieh dir dies an«, sagte die Konsulin und öffnete den Deckel. »Ich weiß, du spielst gern Choräle. Herr Fühl wird dir die nötigen Anweisungen geben. Man muss immer treten, manchmal schwächer und manchmal stärker. Und dann die Hände nicht aufheben, sondern immer nur so peu à peu die Finger wechseln.« Es war ein Harmonium. Ein kleines, hübsches Harmonium, braun poliert, mit Metallgriffen an beiden Seiten, bunten Tretbälgen und einem zierlichen Drehsessel. Hanno griff einen Akkord. Ein sanfter Orgelklang löste sich los und ließ die Umstehenden von ihren Geschenken aufblicken. Hanno umarmte seine Großmutter, die ihn zärtlich an sich presste, und ihn dann verließ, um die Danksagungen der anderen entgegenzunehmen. Er wandte sich dem Theater zu. Das Harmonium war ein überwältigender Traum, aber er hatte doch fürs Erste noch keine Zeit, sich näher damit zu beschäftigen. Es war der Überfluss des Glückes, in dem man undankbar gegen das Einzelne alles nur flüchtig berührt, um erst einmal das Ganze übersehen zu lernen. Oh, ein Souffleurkasten war da. Ein muschelförmiger Souffleurkasten, hinter dem breit und majestätisch in Rot und Gold der Vorhang emporrollte. Auf der Brücke war die Dekoration des letzten Fidelio-Aktes aufgestellt. Die armen Gefangenen falteten die Hände. Don Pizarro mit gewaltig gepufften Ärmeln verharrte irgendwo in fürchterlicher Attitüde. Und von hinten nahte im Geschwindschritt und ganz in Schwarzen sammelt der Minister, um alles zum Besten zu kehren. Es war wie im Stadttheater und beinahe noch schöner. In Hannos Ohren widerhallte der Jubelchor, das Finale, und er setzte sich vor das Harmonium, um ein Stückchen daraus, das er behalten hatte, zum Erklingen zu bringen. Aber er stand wieder auf, um das Buch zur Hand zu nehmen, das erwünschte Buch der griechischen Mythologie, das ganz rot gebunden war und eine goldene Pallas Athene auf dem Titel trug. Er aß von seinem Teller mit Konfekt, Marzipan und braunen Kuchen, musterte die kleinere Dinge, die Schreibutensilien und Schulhefte,
und vergaß einen Augenblick alles Übrige über einen Federhalter, an dem sich irgendwo ein winziges Glaskörnchen befand, das man nur vors Auge zu halten brauchte, um wie durch einen Zauberspiegel eine weite Schweizer Landschaft vor sich zu sehen. Jetzt gingen Mamsell Severin und das Folgemädchen mit Tee und Biskuits umher, und während Hanno eintauchte, fand er ein wenig Muße, von seinem Platz aufzusehen. Man stand an der Tafel oder ging daran hin und her, plauderte und lachte, indem man einander Geschenke zeigte und die des anderen bewunderte. Es gab da Gegenstände aus allen Stoffen, aus Porzellan, aus Nickel, aus Silber, aus Gold, aus Holz, Seide und Tuch. Große mit Mandeln und Sukkade symmetrisch besetzte braune Kuchen lagen abwechselnd mit massiven Marzipanbroten, die innen nass waren vor Frische, in langer Reihe auf dem Tisch. Diejenigen Geschenke, die Frau Permaneder angefertigt oder dekoriert hatte, ein Arbeitsbeutel, ein Untersatz für Blattpflanzen, ein Fußkissen, waren mit großen Atlasschleifen geziert. Dann und wann besuchte man den kleinen Johann, legte den Arm um seinen Matrosenkragen und nahm seine Geschenke mit der ironisch übertriebenen Bewunderung im Augenschein, mit der man die Herrlichkeiten der Kinder zu bestaunen pflegt. Nur Onkel Christian wusste nichts von diesem erwachsenen Hochmut und seine Freude an dem Puppentheater, als er einen Brillantring am Finger, den er von seiner Mutter beschert bekommen hatte, an Hannos Platz vorüberschlenderte, unterschied sich gar nicht von der seines Neffen. »Donnerwetter, das ist drollig«, sagte er, indem er den Vorhang auf- und niederzog und einen Schritt zurücktrat, um das szenische Bild zu betrachten. »Hast du dir das gewünscht?« »So, das hast du dir also gewünscht«, sagte er plötzlich, nachdem er eine Weile mit sonderbarem Ernst und voll unruhiger Gedanken seine Augen hatte wandern lassen. »Warum? Wie kommst du auf den Gedanken? Bist du schon mal im Theater gewesen?« »Ah, Fidelio. Ja, das wird gut gegeben.« »Und nun willst du das nachmachen, wie? Nachahmen, selbst Opern aufführen? Hat es solchen Eindruck auf dich gemacht?« »Hör mal, Kind, lass dir raten. Häng deine Gedanken nur nicht zu sehr an solche Sachen, Theater und sowas. Das taugt nichts. Glaub deinem Onkel. Ich habe mich auch immer viel zu sehr für diese Dinge interessiert. Und darum ist auch nicht viel aus mir geworden. Ich habe große Fehler begangen, musst du wissen.« Er hielt das seinem Neffen ernst und eindringlich vor, während Hanno neugierig zu ihm aufsah. Dann jedoch nach einer Pause, während welcher in Betrachtung des Theaters sein knochiges und verfallenes Gesicht sich aufhellte, ließ er plötzlich eine Figur auf der Bühne sich vorwärts bewegen und sang mit hohler, krächzender und tremulierender Stimme: »Ha, welch grässliches Verbrechen!« Worauf er den Sessel des Harmoniums vor das Theater schob, sich setzte und eine Oper aufzuführen begann, indem er singend und gestikulierend abwechselnd die Bewegungen des Kapellmeisters und der agierenden Personen vollführte. Hinter seinem Rücken versammelten sich mehrere Familienmitglieder, lachten, schüttelten den Kopf und amüsierten sich. Hanno sah ihn mit aufrichtigem Vergnügen zu. Nach einer Weile aber, ganz überraschend, brach Christian ab. Er verstummte. Ein unruhiger Ernst überflog sein Gesicht. Er strich sich mit der Hand über seinen Scheitel und an seiner linken Seite hinab und wandte sich dann mit krauser Nase und sorgenvoller Miene zum Publikum. »Ja, seht ihr, nun ist es wieder aus«, sagte er. »Nun kommt wieder die Strafe. Es rächt sich immer gleich, wenn ich mir mal einen Spaß erlaube. Es ist kein Schmerz, wisst ihr. Es ist eine Qual, eine unbestimmte Qual, weil hier alle Nerven zu kurz sind. Sie sind ganz einfach alle zu kurz.« Aber die Verwandten nahmen diese Klagen ebenso wenig ernst wie seine Späße und antworteten kaum. Sie zerstreuten sich gleichgültig, und so saß denn Christian noch eine Zeit lang stumm vor dem Theater, betrachtete es mit schnellem und gedankenvollem Blinzeln und erhob sich dann. »Na Kind, amüsier dich damit«, sagte er, indem er über Hannos Haar strich. »Aber nicht so viel. Und vergiss deine ernsten Arbeiten nicht darüber, hörst du? Ich habe viele Fehler gemacht. Jetzt will ich aber in den Club.« »Ich gehe ein bisschen in den Club«, rief er den Erwachsenen zu. »Da feiern sie auch heute Weihnachten. Wiedersehen!«
und mit steifen, krummen Beinen ging er durch die Säulenhalle von dannen. Alle hatten heute früher als sonst zu Mittag gegessen und sich daher mit Tee und Biskuits ausgiebig bedient. Aber man war kaum damit fertig, als große Kristallschüsseln mit einem gelben, körnigen Brei zum Imbiss herumgereicht wurden. Es war Mandelcreme, ein Gemisch aus Eiern, geriebenen Mandeln und Rosenwasser, das ganz wundervoll schmeckte. Das aber nahm man ein Löffelchen zu viel, die furchtbarsten Magenbeschwerden verursachte. Dennoch, und obgleich die Konsulin bat, für das Abendbrot ein kleines Loch offen zu halten, tat man sich keinen Zwang an. Was Clotilde betraf, so verführte sie Wunderdinge. Still und dankbar löffelte sie Mandelcreme, als wäre es Buchweizengrütze. Zur Erfrischung gab es auch Weingelee in Gläsern, wozu englischer Plumcake gegessen wurde. Nach und nach zog man sich ins Landschaftszimmer zurück und gruppierte sich mit den Tellern um den Tisch. Hanno blieb allein im Saale zurück, denn die kleine Elisabeth Weinschenk war nach Hause gebracht worden, während er dieses Jahr zum ersten Mal zum Abendessen in der Mengstraße bleiben durfte. Die Dienstmädchen und die Hausarmen hatten sich mit ihren Geschenken zurückgezogen und Ida Jungmann plauderte in der Säulenhalle mit Riekchen Severin, obgleich sie als Erzieherin der Jungfer gegenüber gewöhnlich eine strenge gesellschaftliche Distanz innehielt. Die Lichte des großen Baumes waren herabgebrannt und ausgelöscht, sodass die Krippe nun im Dunkel lag, aber einzelne Kerzen an den kleinen Bäumen auf der Tafel brannten noch und hier und da geriet ein Zweig in den Bereich eines Flämmchens, senkte knisternd an und verstärkte den Duft, der im Saale herrschte. Jeder Lufthauch, der die Bäume berührte, ließ die Stücke Flittergoldes, die daran befestigt waren, mit einem zart metallischen Geräusch erschauern. Es war nun wieder still genug, die leisen Drehorgelklänge zu vernehmen, die von einer fernen Straße durch den kalten Abend daherkamen. Hanno genoss die weihnachtlichen Düfte und Laute mit Hingebung. Er las, den Kopf in die Hand gestützt, in seinem Mythologiebuch, aß mechanisch und weil es zur Sache gehörte, Konfekt, Marzipan, Mandelcreme und Plumcake. Und die ängstliche Beklommenheit, die ein überfüllter Magen verursacht, vermischte sich mit der süßen Erregung des Abends zu einer wehmütigen Glückseligkeit. Er las von den Kämpfen, die Zeus zu bestehen hatte, um zur Herrschaft zu gelangen, und horchte dann und wann einen Augenblick ins Wohnzimmer hinüber, wo man Tante Clotildes Zukunft eingehend besprach. Clotilde war weitaus die glücklichste von allen an diesem Abend und nahm die Gratulationen und Neckereien, die ihr von allen Seiten zuteil wurden, mit einem Lächeln entgegen, das ihr aschgraues Gesicht verklärte. Ihre Stimme brach sich beim Sprechen vor freudiger Bewegung. Sie war in das Johanneskloster aufgenommen worden. Der Senator hatte ihr die Aufnahme unter der Hand im Verwaltungsrat erwirkt, obgleich gewisse Herren heimlich über Nepotismus gemurrt hatten. Man unterhielt sich über diese dankenswerte Institution, die den adligen Damenklöstern in Mecklenburg, Dobbertin und Riebnitz entsprach und die würdige Altersversorgung mittelloser Mädchen aus verdienter und alteingesessener Familie bezweckte. Der armen Clotilde war nun bei einer zu einer kleinen, aber sicheren Rente verholfen, die sich mit den Jahren steigern würde und für ihr Alter, wenn sie in die höchste Klasse aufgerückt sein würde, sogar zu einer friedlichen und reinlichen Wohnung im Kloster selbst. Der kleine Johann verweilte ein wenig bei den Erwachsenen, aber er kehrte bald in den Saal zurück, der nun, da er weniger Licht erstrahlte und mit seiner Herrlichkeit keine so verblüffte Scheu mehr hervorrief wie anfangs, einen Reiz von neuer Art ausübte. Es war ein ganz seltsames Vergnügen, wie auf einer halbdunklen Bühne nach Schluss der Vorstellung darin umherzustreifen und ein wenig hinter die Kulissen zu sehen,
die Lilien des großen Tannenbaumes mit ihren goldenen Staubfäden aus der Nähe zu betrachten, die Tier- und Menschenfiguren des Krippenaufbaus in die Hand zu nehmen, die Kerze ausfindig zu machen, die den transparenten Stern über Bethlehems Stall hatte leuchten lassen, und das lang herabhängende Tafeltuch zu lüften, um der Menge von Kartons und Packpapieren gewahr zu werden, die unter dem Tisch aufgestapelt waren. Auch gestaltete sich die Unterhaltung im Landschaftszimmer immer weniger anziehend. Mit unentrinnbarer Notwendigkeit war allmählich die eine unheimliche Angelegenheit Gegenstand des Gesprächs geworden, über die man bislang dem festlichen Abend zu Ehren geschwiegen, die aber fast keinen Augenblick aufgehört hatte, alle Gemüter zu beschäftigen: Direktor Weinschenks Prozess. Hugo Weinschenk selbst hielt Vortrag darüber mit einer gewissen wilden Munterkeit in Miene und Bewegungen. Er berichtete über Einzelheiten der nun durch das Fest unterbrochenen Zeugenvernehmung, tadelte lebhaft die allzu bemerkbare Voreingenommenheit des Präsidenten Dr. Philander und kritisierte mit souveränem Spott den höhnischen Ton, den der Staatsanwalt Dr. Hagenström gegen ihn und die Entlastungszeugen anzuwenden für passend erachtet. Übrigens habe Breslauer verschiedene belastende Aussagen sehr witzig entkräftet und ihn aufs Bestimmteste versichert, dass eine Verurteilung vorläufig gar nicht zu denken sei. Der Senator warf hier und da aus Höflichkeit eine Frage ein und Frau Permanieder, die mit emporgezogenen Schultern auf dem Sofa saß, murmelte manchmal einen furchtbaren Fluch gegen Moritz Hagenström. Die übrigen aber schwiegen. Sie schwiegen so tief, dass auch der Direktor allmählich verstummte. Und während drüben im Saale dem kleinen Hanno die Zeit schnell wie im Himmelreiche verging, lagerte im Landschaftszimmer eine schwere, beklommene, ängstliche Stille, die noch fortherrschte, als um 8:30 Christian aus dem Club bei der Weihnachtsfeier der Junggesellen und Suitiers zurückkehrte. Ein erkalteter Zigarrenstummel stak zwischen seinen Lippen und seine hageren Wangen waren gerötet. Er kam durch den Saal und sagte, als er ins Landschaftszimmer trat: »Kinder, der Saal ist doch wunderhübsch. Weinschenk, wir hätten heute eigentlich Breslauer mitbringen sollen. Sowas hat er doch sicher noch gar nicht gesehen.« Ein stiller, straffender Seitenblick traf ihn aus den Augen der Konsulin. Er erwiderte ihn mit unbefangener und verständnislos fragender Miene. Um 9 Uhr ging man zu Tisch. Wie alljährlich an diesem Abend war in der Säulenhalle gedeckt worden. Die Konsulin sprach mit herzlichem Ausdruck das hergebrachte Tischgebet: »Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast«, woran sie, wie an diesem Abend ebenfalls üblich, eine kleine, mahnende Ansprache schloss, die hauptsächlich aufforderte, all derer zu gedenken, die es an diesem heiligen Abend nicht so gut hätten wie die Familie Buddenbrook. Und als dies erledigt war, setzte man sich mit gutem Gewissen zu einer nachhaltigen Mahlzeit nieder, die alsbald mit Karpfen in aufgelöster Butter mit altem Rheinwein ihren Anfang nahm. Der Senator schob ein paar Schuppen des Fisches in sein Portemonnaie, damit während des ganzen Jahres das Geld nicht darin ausgehe. Christian aber bemerkte trübe, das helfe ja doch nichts. Und Konsul Kröger entschlug sich solcher Vorsichtsmaßregeln, da er ja keine Kursschwankungen mehr zu fürchten habe und mit seinen 1,5 Schillingen längst im Hafen sei. Der alte Herr saß möglichst weit entfernt von seiner Frau, mit der er seit Jahr und Tag beinahe kein Wort mehr sprach, weil sie nicht aufhörte, dem entehrten Jakob, der in London, Paris oder Amerika, nur sie wusste, dass bestimmt sein entwurzeltes Abenteuerleben führte, heimlich Geld zufließen ließ. Er runzelte finster die Stirn, als beim zweiten Gange sich das Gespräch den abwesenden Familienmitgliedern zuwandte und als er sah, wie die schwache Mutter sich die Augen trocknete.
Man erwähnte die in Frankfurt und in Hamburg. Man gedachte auch ohne Übelwollen des Pastors Tiburtius in Riga. Und der Senator stieß in aller Stille mit seiner Schwester Toni auf die Gesundheit der Herren Grünlich und Permaneder an, die in gewissem Sinne doch auch dazugehörten. Der Puter, gefüllt mit einem Brei von Maronen, Rosinen und Äpfeln, fand das allgemeine Lob. Vergleiche mit denen früher Jahre wurden angestellt und es ergab sich, dass dieser seit langer Zeit der größte war. Es gab gebratene Kartoffeln, zweierlei Gemüse und zweierlei Kompott dazu und die kreisenden Schüsseln enthielten Portionen, als ob es sich bei jeder einzelnen von ihnen nicht um eine Beigabe und Zutat, sondern um das Hauptgericht handle, an dem alle sich sättigen sollten. Es wurde alter Rotwein von der Firma Müllendorp getrunken. Der kleine Johann saß zwischen seinen Eltern und verstaute mit Mühe ein weißes Stück Brustfleisch neben Fers in seinem Magen. Er konnte nicht mehr so viel essen wie Tante Tilda, sondern fühlte sich müde und nicht sehr wohl. Er war nur stolz darauf, dass er mit den Erwachsenen tafeln dürfte, dass auch auf seiner kunstvoll gefalteten Serviette eins von diesen köstlichen, mit Mohn bestreuten Milchbrötchen gelegen hatte, dass auch vor ihm drei Weingläser standen, während er sonst aus dem kleinen goldenen Becher, dem Patengeschenk Onkel Krögers, zu trinken pflegte. Aber als dann, während Onkel Justus einen ölgelben griechischen Wein in die kleinsten Gläser zu schenken begann, die Eisbaisers erschienen, rote, weiße und braune, wurde auch sein Appetit wieder rege. Er verzehrte, obgleich es ihm fast unerträglich weh an den Zähnen tat, ein rotes, dann die Hälfte eines weißen, musste schließlich doch auch von dem braunen mit Schokoladeeis gefüllten ein Stück probieren, knusperte Waffeln dazu, nippte an dem süßen Wein und hörte auf Onkel Christian, der ins Reden gekommen war. Er erzählte von der Weihnachtsfeier im Club, die sehr fidel gewesen sei. »Du lieber Gott«, sagte er in jenem Ton, in dem er von Johnny Thunderstorm zu sprechen pflegte, »die Kerls tranken schwedischen Punsch wie Wasser.« »Pfui«, bemerkte die Konsulin kurz und schlug die Augen nieder. Aber er beachtete das nicht. Seine Augen begannen zu wandern und Gedanken und Erinnerungen waren so lebendig in ihm, dass sie wie Schatten über sein hageres Gesicht huschten. »Weiß jemand von euch«, fragte er, »wie es ist, wenn man zu viel Schwedenpunsch getrunken hat?« »Ich meine nicht die Betrunkenheit, sondern das, was am nächsten Tag kommt, die Folgen. Sie sind sonderbar und widerlich, ja. Sonderbar und widerlich, zur gleichen Zeit.« »Grund genug, sie genau zu beschreiben«, sagte der Senator. »Ach, seh, Christian, das interessiert uns durchaus nicht«, sagte die Konsulin. Aber er überhörte es. Es war seine Eigentümlichkeit, dass in solchen Augenblicken keine Einrede zu ihm drang. Er schwieg eine Weile und dann plötzlich schien das, was ihn bewegte, zur Mitteilung reif zu sein. »Du gehst umher und fühlst dich übel«, sagte er und wandte sich mit krauser Nase an seinen Bruder. »Kopfschmerzen und unordentliche Eingeweide. Naja, das gibt es auch bei anderen Gelegenheiten, aber du fühlst dich schmutzig.« Und Christian rieb mit gänzlich verzerrtem Gesicht seine Hände. »Du fühlst dich schmutzig und ungewaschen am ganzen Körper. Du wäschst deine Hände, aber es nützt nichts. Sie fühlen sich feucht und unsauber an. Und deine Nägel haben etwas Fettiges. Du badest dich, aber es hilft nichts. Dein ganzer Körper scheint dir klebrig und unrein. Dein ganzer Körper ärgert dich, reizt dich. Du bist dir selbst zum Ekel. Kennst du es, Thomas? Kennst du es?« »Ja, ja«, sagte der Senator mit abwehrender Handbewegung, aber mit der seltsamen Taktlosigkeit, die mit den Jahren immer mehr an Christian hervortrat und ihn nicht daran denken ließ, dass diese Auseinandersetzung von der ganzen Tafelrunde peinlich empfunden wurde, dass sie in dieser Umgebung, auch an diesem Abend, nicht am Platz war, fuhr er fort, den üblen Zustand nach übermäßigem Genuss von schwedischem Punsch zu schildern, bis er glaubte, ihn erschöpfend charakterisiert zu haben und allmählich verstummt. Bevor man zu Butter und Käse überging, ergriff die Konsulin noch einmal das Wort,
zu einer kleinen Ansprache an die Ihrigen. Wenn auch nicht alles, sagte sie, im Lauf der Jahre sich so gestaltet habe, wie man es kurzsichtig und unweise erwünscht habe, so bleibe doch immer noch über genug des sichtbarlichen Segens übrig, um die Herzen mit Dank zu erfüllen. Gerade der Wechsel von Glück und strenger Heimsuchung zeige, dass Gott seine Hand niemals von der Familie gezogen, sondern dass er ihre Geschicke nach tiefen und weisen Absichten gelenkt habe und lenke, die ungeduldig ergründen zu wollen, man sich nicht erkühnen dürfe. Und nun wolle man mit hoffendem Herzen einträchtig anstoßen auf das Wohl der Familie, auf ihre Zukunft, jene Zukunft, die da sein werde, wenn die Alten und Älteren unter den Anwesenden längst in kühler Erde ruhen würden, auf die Kinder, denen das heutige Fest ja recht eigentlich gehöre. Und da Direktor Weinschenks Töchterchen nicht mehr anwesend war, musste der kleine Johann, während die Großen auch untereinander sich zutranken, allein einen Umzug um die Tafel halten, um mit allen, von der Großmutter bis zu Mamsell Severin hinab, anzustoßen. Als er zu seinem Vater kam, hob der Senator, indem er sein Glas dem des Kindes näherte, sanft Hannos Kinn empor, um ihm in die Augen zu sehen. Er fand nicht seinen Blick, denn Hannos lange, goldbraune Wimpern hatten sich tief, tief bis auf die zart bläuliche Umschattung seiner Augen gesenkt. Therese Weichbrot aber ergriff seinen Kopf mit beiden Händen, küsste ihn mit leise knallendem Geräusch auf jede Wange und sagte mit einer Betonung so herzlich, dass Gott ihr nicht widerstehen könnte: Sei glücklich, du gutes Kind! Eine Stunde später lag Hanno in seinem Bett, das jetzt in dem Vorzimmer stand, welches man vom Korridor der zweiten Etage aus betrat und an das zur Linken das Ankleidezimmer des Senators stieß. Er lag auf dem Rücken aus Rücksicht auf seinen Magen, der sich mit all dem, was er im Laufe des Abends hatte in Empfang nehmen müssen, noch keineswegs ausgesöhnt hatte, und sah mit erregten Augen der guten Ida entgegen, die schon in der Nachtjacke aus ihrem Zimmer kam und mit einem Wasserglas vor sich in der Luft umrührende Kreisbewegungen beschrieb. Er trank das Kohlensäure-Natron rasch aus, schnitt eine Grimasse und ließ sich wieder zurückfallen. Ich glaube, nun muss ich mich erst recht übergeben wieder. Ach wo, Hannochen, nur still auf dem Rücken liegen. Aber siehst du wohl, wer hat dir mehrmals zugewinkt und wer nicht folgen wollte, war das Jungchen. Ja, ja, vielleicht geht es auch gut. Wann kommen die Sachen, Ida? Morgen früh, mein Jungchen. Dass sie hier hereingesetzt werden, dass ich sie gleich habe. Schon gut, Hannochen, aber erst mal ausschlafen. Und sie küsste ihn, löschte das Licht und ging. Er war allein. Und während er still liegend sich der segensvollen Wirkung des Natrons überließ, entzündete sich vor seinen geschlossenen Augen der Glanz des Bescherungssaales aufs Neue. Er sah sein Theater, sein Harmonium, sein Mythologiebuch und hörte irgendwie in der Ferne das Jauchzelaut Jerusalem der Chorknaben. Alles flimmerte. Ein mattes Fieber summte in seinem Kopf und sein Herz, das von dem revoltierenden Magen ein wenig beengt und beängstigt wurde, schlug langsam, stark und unregelmäßig. In einem Zustand von Unwohlsein, Erregtheit, Beklommenheit, Müdigkeit und Glück lag er lange und konnte nicht schlafen. Morgen kam der dritte Weihnachtsabend an die Reihe, die Bescherung bei Therese Weichbrot, und er freute sich darauf als auf ein kleines, burleskes Spiel. Therese Weichbrot hatte im vorigen Jahr ihr Pensionat gänzlich aufgegeben, sodass nun Madame Ketelsen das Stockwerk und sie selbst das Erdgeschoss des kleinen Hauses am Mühlenbrink allein bewohnte. Die Beschwerden nämlich, die ihr missglückter und gebrechlicher kleiner Körper ihr verursachte, hatten mit den Jahren zugenommen, und in aller Sanftmut und christlicher Bereitwilligkeit nahm Sesemi Weichbrot an, dass ihre Abberufung nahe bevorstehe. Daher
hielt sich auch seit mehreren Jahren schon das Weihnachtsfest für ihr letztes und suchte der Feier, die sie in ihren kleinen, fürchterlich überheizten Stuben veranstaltete, so viel Glanz zu verleihen, wie in ihren schwachen Kräften stand. Da sie nicht viel zu kaufen vermochte, so verschenkte sie jedes Jahr einen neuen Teil ihrer bescheidenen Habseligkeiten und baute unter dem Baume auf, was sie nur entbehren konnte. Nippsachen, Briefbeschwerer, Nadelkissen, Glasvasen und Bruchstücke ihrer Bibliothek, alte Bücher in drolligen Formaten und Einbänden, das geheime Tagebuch von einem Beobachter seiner selbst, Hebels alemannische Gedichte, Krummachers Parabeln. Hanno besaß schon von ihr eine Ausgabe der Pensée de Blaise Pascal, die so winzig war, dass man nicht ohne Vergrößerungsglas daran lesen konnte. Bischof gab es in unüberwindlichen Mengen und die mit Ingwer bereiteten braunen Kuchen Sesemis waren ungeheuer schmackhaft. Niemals aber, dank der bebenden Hingabe, mit der Fräulein Weichbrot jedes Mal ihr letztes Weihnachtsfest beging, niemals verfloss dieser Abend, ohne dass eine Überraschung, ein Malheur, irgendeine Katastrophe sich ereignet hätte, die die Gäste zum Lachen brachte und die stumme Leidenschaftlichkeit der Wirtin noch erhöhte. Eine Kanne mit Bischof stürzte und überschwemmte alles mit der roten, süßen, würzigen Flüssigkeit. Oder es fiel der geputzte Baum von seinen hölzernen Füßen genau in dem Augenblick, wenn man feierlich in das Beschwerungszimmer trat. Im Einschlafen sah Hanno den Unglücksfall des vorigen Jahres vor Augen. Es war unmittelbar vor der Bescherung. Therese Weichbrot hatte mit so viel Nachdruck, dass alle Vokale ihre Plätze gewechselt hatten, das Weihnachtskapitel verlesen und trat nun von ihren Gästen zurück zur Tür, um von hier aus eine kleine Ansprache zu halten. Sie stand auf der Schwelle, bucklig, winzig, die alten Hände vor ihrer Kinderbrust zusammengelegt. Die grünseidenen Bänder ihrer Haube fielen auf ihre zerbrechlichen Schultern und zu ihrem Häupten über der Tür ließ ein mit Tannenzweigen umkränztes Transparent die Worte leuchten: Ehre sei Gott in der Höhe. Und Sesemi sprach von Gottes Güte. Sie erwähnte, dass dies ihr letztes Weihnachtsfest sei und schloss damit, dass sie alle mit des Apostels Worten zur Fröhlichkeit aufforderte, wobei sie von oben bis unten erzitterte. So sehr nahm ihr ganzer kleiner Körper Anteil an dieser Mahnung. Freuet euch, sagte sie, indem sie den Kopf auf die Seite legte und ihn heftig schüttelte. Und abermals sage ich, freuet euch. In diesem Augenblick aber ging über ihr mit einem puffenden, fauchenden und knisternden Geräusch das ganze Transparent in Flammen auf, sodass Mademoiselle Weichbrot mit einem kleinen Schreckenslaut und mit einem Sprung von ungeahnter und pittoresker Behendigkeit sich dem Funkenregen entziehen musste, der auf sie herniederging. Hanno erinnerte sich dieses Sprunges, den das alte Mädchen vollführt hatte, und während mehrerer Minuten lachte er, ganz ergriffen, irritiert und nervös belustigt, leise und unterdrückt in sein Kissen hinein. Ende des Kapitels. Und nun wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.